Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Short News. Und was soll ich sagen? Ihr habt es gestern schon in den Kommentaren gesagt und es hat sich bewahrheitet. Heute Nacht wurden offiziell die neuen Pokémon-Editionen Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli vorgestellt. Und da möchte ich euch natürlich auf den aktuellen Stand bringen. Das, was wir in dem neuen Trailer gesehen haben, ist auf jeden Fall, dass das Spiel schon am 16. November erscheinen wird, also passend zum Weihnachtsgeschäft. Ihr werdet die ersten 151 Pokémon in der Kanto-Region fangen können. Und das Ding ist ein Remake von der gelben Edition mit einigen interessanten Änderungen. So wurden zum Beispiel die Zufallskämpfe gestrichen und das Fangen wurde an Pokémon Go angelehnt. Pokémon Go spielt allerdings auch noch eine weitere Rolle, denn ihr könnt das Spiel mit eurem Pokémon Go verbinden. Ihr könnt jetzt zum Beispiel unterwegs Pokémon fangen und diese ins Spiel transferieren. Aber alleine müsst ihr das Ganze nicht spielen, denn es ist auch möglich, kooperativ mit einem Freund zu spielen. Allerdings nicht online, sondern nur zusammen auf der Nintendo Switch. Dadurch, dass die Zufallskämpfe gestrichen wurden, sind die Pokémon natürlich auch auf der Karte sichtbar und verfolgen euch auch die ganze Zeit im Spiel. Als kleine Schmankerl gibt es noch obendrauf das Pokéball Plus Zubehör. Das könnt ihr separat erwerben und das ist im Grunde genommen ein Joy-Con in Pokémon-Design und den könnt ihr jederzeit mitnehmen. Ihr könnt euch so ein bisschen um eure Pokémon in dem Pokéball kümmern. Auf jeden Fall ganz nettes Gimmick. Aber das soll es noch nicht gewesen sein mit Pokémon, denn Nintendo und die Pokémon Company haben noch einiges anderes angekündigt. So ist zum Beispiel heute Pokémon Kubo Island für die Nintendo Switch erschienen und das ist ein Free-to-Play-Spiel, was ihr ab sofort runterladen könnt. 221 MB werden auf eurer Nintendo Switch benötigt. Und das ist ein bisschen simplifiziert, ist aber natürlich das richtige Produkt, um die Leute auf das neue Spiel anzuheizen. Im Juni wird das Ganze noch für iOS und Android erscheinen und vielleicht hat es ja schon der ein oder andere von euch gespielt. Mich heizen so Spiele nicht so an, aber vielleicht gefällt es euch ja. Ich habe leider schon ein paar Kommentare gesehen, die so typische Sachen sagen wie das Inventar, was ihr für 3 Pokémon braucht, die 27 Inventarplätze insgesamt haben, kann nur voll ausgereizt werden, wenn ihr euch das für im eShop für 1 Euro erweitern lasst. Aber auch das soll es noch nicht gewesen sein, denn man hat auch angekündigt, dass in der zweiten Jahreshälfte 2019 ein direkter Nachfolger zu Pokémon Sonne und Mond bzw. Pokémon Y und X erscheint. Und das soll dann wieder klassisch den Spieler ansprechen, die es bisher kennen. Außerdem betont man vor allem den kooperativen Modus. Die Frage ist natürlich, ob es dieses Mal einen Online-Modus geben würde. Wäre ja sinnvoll bei dem bezahlbaren Online-Dienst, der jetzt im September kommt. So, das war die kurze Short News. Ich konnte es leider nicht länger machen, da ich ja auch gleich zur Arbeit muss, aber ich wollte euch wenigstens auf den aktuellen Stand bringen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zur nächsten News. Ciao.